Und da sind wir auch schon wieder. Ich nehme direkt nochmal was auf, aber ich blicke gerade, ob ich jetzt einfach mal, damit ich ein bisschen Gunst hier sammeln kann, die Ender-Modi auch noch spiele. Also hier Jaws, Siege, Assault und Arena zum Beispiel. Hyper-Jaws ist an sich ganz witzig, aber es ist echt mit dem Levelbereich ein bisschen zu einfach. Spontan hätte ich jetzt gesagt, machen wir nochmal. Na, Assault. Na, ich weiß es nicht. Nehmen wir nochmal Arena. Ich bin nicht neu. Ich tue nur so, als ob ich neu wäre. Oh, ich bin zu voll, um das Handy jetzt auszuschalten. Join Queue. So. Ich glaube, ab jetzt schneide ich auch die Warteschlange raus. Beziehungsweise. Ja. Ich weiß, ob ich. Okay, wenn sie kurz ist, schneide ich sie nicht raus. Aber ich glaube, ich lasse die Warteschlange immer bis 30 Sekunden, eine Minute oder so durchlaufen. Und wenn es dann bis dahin nicht drin ist, werde ich es rausschneiden. Wie gesagt, die Runden, wo Pat und Voice und so weiter dabei sind, werde ich wahrscheinlich einfach. Okay. Athena Insta-Lock, Neve Insta-Lock. Ah, nur. Dann nicht, Bastet. So. Werde ich wahrscheinlich sogar erst in dieser Auswahl reinschalten oder im Ladescreen. Oh, halt die Fresse, du scheiß Russe. Meine Güte, können nicht einmal die normalen Buchstaben nutzen und in Englisch schreiben. Auch wenn er wahrscheinlich einen anderen Kumpel angesprochen hat. Das geht trotzdem auf die Nerven. Jetzt nimm noch einen verdammten Magier. Ich will meinen Bastard-Chan-Skin haben. Kawaii Pop, Bastard. Ah, das wäre so schön. Info, es ist so ein typischer Japano-Skin mit Klischees. Oh, jetzt haben wir als einzigen Magier nur Ymir. Ich krieg die Krise. Gott sei Dank bin ich Level 1, da ist die Niederlage jetzt vollkommen egal. Wo war ich stehen geblieben? Typischer Japaner-Skin, ich habe das Voice Pack glücklicherweise von ihr und ich muss den Skin einfach holen. We are fucked! Woohoo! Die haben drei Mages. Und Neve. Und sind genauso scheiße wie wir. Gott. Baue ich Neve direkt auf Angriff komplett oder mache ich eher mein normales Arena-Bild? Mit großartig, ja gut, der Poseidon Slowdown, der Osiris Slowdown, der Osiris dann, das ist keine schlechte Idee. Ich glaube, ich werde mein normales Arena-Bild nehmen. Ist jetzt eigentlich irgendwie MTS, dann schalte ich mich da rein. Immer noch nicht. Warte, ach verdammt, ich wollte ja eigentlich Kesha genommen, aber der ist ja in der Arcade-Ecke jetzt. Das macht keinen Spaß. Osiris, kannst du mal laden, danke. Der andere Osiris bitte auch und der andere Poseidon auch. Dum. Ich glaube, ich werde echt. Wenn sowas ist, so lange, dann werde ich echt bis ins Spiel reinschalten. Ja, einmal alles bitte. Stiefel. Yay, 5 gegen 4. Wuhu. Das ist schon ein bisschen unfair jetzt für die Gegner. Es sei denn, er kommt rein. Athena, bewegt deinen Arsch hierher. Warum haben wir eigentlich zwei Tanks? Ich sehe jetzt erst, dass wir noch eine Athena haben. Warum nimmt der Ymir? Oh, Mann. Ich glaube, Götter beschreibe ich nur dann, wenn ich sie auch selber spiele. Ja, gut. Bastet gibt einen Debuff, der ein bisschen Tickschaden, glaube ich, gibt. Oder nee, er gibt Skills eine zweite Wirkung noch. Sie hat einen Slowdown, der recht stark ist. Sie hat einen Tick-Damage, sie hat einen Sprung und sie hat süße, tolle Cutscenes. Yep. Also wenn jemand was dagegen hat, nehme ich das mal hier. Könnte mal irgendwer in die Mitte gehen. Oh, Hilfe. Ich wäre verbunden.
Okay, die brauchen noch länger da. So, das ist recht chaotisch gerade in dem Levelbereich. Ich gehe mal in Ruhe zurück. Ich weiß gar nicht, ob mein Tastaturgeklimper jetzt eigentlich laut in den Aufnahmen ist. Ich habe nicht reingehört vorher. Ich habe zwar ein paar Testaufnahmen gemacht, aber da war es ertragbar, sag ich mal. Ich hoffe einfach, dass es jetzt besser ist. Die sind hier immer noch beim Camp da. Ach, übrigens, Poseidon ist drin. Wie gut. Okay. Gucken, ob sie es irgendwer nimmt. Hallo? Greift die Minions an! Ah! Die gehen nur gegenseitig sich auf die, ja, Kehle. Greift doch mal die verdammten Minions an, Leute. Ich glaube, ich muss auch mal wieder Dingens nebenbei dann anmachen. Curse. Hallo. In meinem weiß Poseidon, wie er seine Ult zündet. Halleluja. Problem ist, es ist der Gegner Poseidon. Der ist weggeultet? Jetzt im Ernst? Oh, das ist so chaotisch. Und die weiß nicht, dass sie ihre Minions explodieren lassen kann. Greift die fucking Minions an. Ah! Hi. Okay, fuck. Ich wollte nicht Pounce, ich wollte die Claw skillen. Warum steht er bei uns hier vorne rum? Leute, die Minions rennen durch. Ah! Warum wollte ich nochmal auf einem kleinen Account spielen? Das ist ja schon traurig. Haben die sich überhaupt durchgelesen, was man in dem Modus macht? Macht ihr mal ruhig die Kills, ich mach die Minions. Katzis! Pounce kann ich hinspringen und auch wieder zurückspringen. Innerhalb von, ich glaube, 5 Sekunden, oder? Ne, 4 Sekunden, gut. Hilfe. Ja, hier gibt mir jetzt den Jotuns. Jetzt habe ich 25% Cast. So. Weil wir MTS. Ich komme mir so einsam vor heute. Immer auch nicht. Na super. Oh, Seidon kann seine Ult spammen. Juhu. Meiner, Neve. Meiner. Minions! Lass doch nicht die Minions durchrennen! Hört mal auf, hier alle auf einzugehen, hallo? Wie sie echt jeden bekommt. Oh. Gut, Hunter-Rolle, von daher. Attack Speed hier, nicht Attack Speed, da. Ich möchte bitte auf den Dingens gehen. Hexenklinge. Don't ignore the minions, please. Ich weiß, sie haben mich kein Stück, aber ich finde es trotzdem toll, wie sie sich aufregen können. Ich habe gern geholfen. Au. Katzis. Und zurück. Puh, 13 zu 4 Kills, ja. Yeah.
Gut. Wingeblade war es nicht, Hexenklinge. Hexenklinge war hier das Rechte. Ich hole mal die Camps, wenn keiner anderer jetzt gerade drauf Lust hat. Kämpft ruhig da vorne weiter. Yay. Ich mach die Camps. Hui. Übrigens ist er. Ja, Achievement. Übrigens, das erste Video ist ein bisschen hektisch und kurios durcheinander gewürfelt. Aber ich hoffe, man hat da drin gemerkt, was ich sagen wollte. Ich darf nur nicht durcheinander kommen, welches Video welches ist. Die sind mir anlegen. Überall diese Kills hier, aber was soll's. Solange ich bei 5, bei 0 Toten bleibe, bin ich zufrieden. Weißt du was? Ich nehme hier ein komplettes Angriffsbild. Was packe ich noch rein? Hier gehen wir auf Transzendenz. Wenn ich einzig Gewinner Minions macht, kann ich das locker aufstecken. Ich glaube, irgendwann werde ich mal ein Video machen, wo ich einfach mal alle Götter dann ein bisschen erkläre, beziehungsweise ungefähr sage, was sie machen und die Items ein bisschen näher bringe. Das glaube ich einfacher, als wenn ich sehr in der Spiele versuche. Ich glaube, da spiele ich einfach so für mich und nehme die Sachen dann einfach so, wie ich es meine. Und zurück. Nicht, ich folge mich auch dahin. Aber gut. Oh, hi. Du. Tickschaden. Basics. Bam. Nicht immer wegspringen, Neve. Fuck. Ich möchte bei 0 Toten bleiben. Gut, Athena ist auch so ein Tank-Gott. Was ist Tank-Gott? Sie ist ein Tank und ist eher so ein Gott, den ich ja wieder nicht nehmen würde, weil ihre Ult sinnlos ist. Pounce, wenn ich jetzt wegmachen. Boing. Neve, pass auf. Geh doch zurück, wenn du kaum bei HP bist. Meine Güte. Mädchen. Und wieder Tickschaden austeilen. Woohoo. Was kann ich noch holen mit ihr? Hier, ich kann, weil ich es kann und eh nicht sterben werde, wahrscheinlich mehr. Kann ich mir auch noch den holen, Hardseeker. Gibt auch noch ganz gut Stärke dazu. Ich glaube 75 insgesamt. Du hast meine Katze umgebracht, böser Junge. Ah, hallo. Hui. Ah,
Jetzt zieh ich mal ganz kurz zurück. Was kann ich jetzt noch holen? Na komm, holen wir uns noch den Shifter-Schild und dann haben wir es doch. Und ich bin immer noch allein im TS. Oh. Lasst meine Neve in Ruhe. Meine Güte. Kommt hier. Okay, er hat sich nochmal letzte Sekunde gedreht. Es kommt mir gerade irgendwie ein bisschen vor wie ein Mod-Game, aber gut. Ist wahrscheinlich alles noch Anfänger dann. Wow, zurück. Okay, der Team braucht keine Hilfe. Was haben die auf Items gekauft, mein Team? Ymir. Okay, sieht doch. Er sieht ein bisschen nach Autokauf aus. Neve kauft. Okay, ein. Eigentlich sind das die Standard-Items. Zumindest die älteren Standard-Items, aber bei Neve sind es ein bisschen fehl am Platz. Osiris kann man machen, muss man nicht. Athena. What the fuck? Und ja, mein Bild halt. Ja, einkaufen. Gut, wo habe ich gerade aufgehört? Ich muss kurz die Aufnahme beenden. Gott, ich wollte es eigentlich ähnliches machen, aber ich gehe noch ganz kurz die Achievements durch. Ah, poor Minions. 100 Minions killed. Bronze. Last hit. Killed 20 Minions for getting last hit with a basic attack in a single match. Das ist nicht so spannend. Super Cheer. Winner in damage with more than half tickets remaining. Ja, gut. Domination. Win a match, your team has killed twice as many gods as any team. Gut, das sind alles Achievements, die sind eigentlich schwer zu bekommen, wenn man schon Level 30 ist. Aber da ich jetzt Level 1 sagen habe, sind die schweren Achievements ein bisschen einfacher. Good game. Complete the match with 5 or more kills, 10 or more assists and 2 of your deaths. Perfect. Get a killing blow on enemy god within. Without taking damage from them. Ja gut, war jetzt nicht so schwer. One Santa in one match get a killing blow on 3 different types of jungle buffs. Ja, gut, ich war der Einzige, der die Buffs gemacht hat. Push Timmings into the portal in Arena. Ja, gut, ist eher. Naja. Godlike, award for killing 13 imps in a row of dying. Wie viel habe ich denn jetzt überhaupt gemacht? 15, 0, 10. What the fuck, was haben die da sich gekauft? Poseidon ist okay, aber kein Kronos Pendant? Durchdringen bei keiner Verteidigung. Gleiches für Nuva. Und Ra, warum holt man sich jetzt zweites Tahuti? Da bringt es nichts, weil es zu teuer ist und. Gut, es gibt mal 25 Magical Power und 25 drauf nochmal. Auch den zusammen 190. Plus ein Viertel nochmal drauf, aber. Das ist jetzt ein bisschen blöd eigentlich, wenn du mich fragst. Da wäre eher Dingens angesagt gewesen. Kronos. Dann die AK-Stiefel. Gut, Neve hat okay gekauft, beziehungsweise eventuell sogar auch gekauft. Fatalis kann man, muss man nicht, bei Neve vor allem nicht. Gut, hier nochmal die kleinen Übersichtsstats. Ra, 83 Healing, eieiei. Gut. Zweitmeisten Kills, wenigsten Tode, zusammen mit Osiris. Passt so. Gut. Hauptbildschirm und ich sag mal ciao, bis zur nächsten Runde.